Seid ihr soweit? Ein großen Applaus für Minden. 50 Minuten. Ich bin Hannah Hanke. Hier sind die Nachrichten vom Kanal Spiegelei. In Rüthen finden an diesem Wochenende das bekannte Zeltlager der CPA Nordrhein-Westfalen statt. Dabei hat das Weser-Wiese-Team die olympischen Wettkampf der Speerwerfer gewonnen. Auch das Wagenrennen bot den Zuschauern eine spannende Momente. Aus Rüthen. Gudrud Gurke mit dem Gespräch mit den Pfadfindern. Gudrud? Guten Abend, Hanna. Ja, was für ein Tag. Ich stehe hier beim Team der Weserwiese, die beim Wagenrennen einen geteilten ersten Platz gewonnen haben. Das Team ist bekannt für seine gute Laune und die ständigen Witze. Mal sehen, ob wir sie für ein Gespräch begeistern können. Asterix und Obelix, was für starke Männer. Wie konnten sie den Wagen nur so kräftig und schnell ziehen? Peitsche ran, Peitsche ran, Peitsche ran, Peitsche ran, Peitsche ran. Wussten Sie schon, warum eine Blondine ihre Uhr ableckt? Ein Tic-Tac hat nur 2 Kalorien. Für die Erklärung zu ihren Trainingsmethoden. Vielleicht sollten wir uns besser der Siegerin im Fahnenspangen-Wettspucken zuwenden. Hanne Susanne Spange. Sie haben in ihrer Disziplin mit 4,78 Meter gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Ich bin auch selbst ganz überrascht, dass ich gewonnen habe. Denn beim Training ist meine Fahnenspange immer im Sand gefallen. Guter Laune. Damit zurück ins Hauptstadtstudio zu Hanna Hanke. Vielen Dank, Gurke, direkt aus Rüthen. Und nun geht's gleich weiter mit dem Wetterbericht mit Giese Schauer. Halt, Moment. Es gibt eine kleine Änderung. Und zwar gibt es jetzt nochmal eine Last-Minute-Depesche aus dem Pfadfinderlager. Also wieder zurück zu Gurke. Was gibt's denn jetzt zu berichten? Asterix und Obelix sind nun doch bereit zu einem vernünftigen Live-Gespräch. Bitte, meine Herren, wie haben Sie trainiert? Ach, wissen Sie, Frau Gurke, was ist grün und rast durch den Wald? Eine Rudelgurken. Und was ist durchsichtig und läuft hinterher? Das Gurkenglas. Und wo ist da der Witz? Gurken sind keine Rudeltiere. Und Ihnen, liebe Zuschauer, nur noch einen schönen Abend und machen Sie es gemütlich im Zelt. Thank you.